Es sind ja auch Ladesäulenbetreiber jetzt berechtigt, diese Quoten für sich in Anspruch zu nehmen. Das entspricht so ganz grob so 20,5 Cent pro Kilowattstunde. Was habe ich als Elektroautofahrer eigentlich davon? Diese Quote mir gar nicht weiterreichen könnte, weil die bei dem Betreiber verbleibt? Aber auch das ist natürlich, ja, wer ist genau Betreiber? Ja, hallo, herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Ihr seht, bei bestem Sonnenschein, wir sind mitten in Berlin und bei mir ist Philipp. Hi. Hi, freut mich. Schön, dass ich da sein darf. Heute geht es nämlich um das Thema Treibhausgasquote und wir wollen mit Philipp mal ein bisschen in deep gehen. Wir haben schon viel über das Thema Treibhausquote gesprochen und Philipp ist ein absolut kompetenter, super Gast, der sich schon ewig mit dem Thema auseinandersetzt. Ja, stell dich einfach mal vor. Ja, mein Name ist Philipp, ich bin einer der beiden Gründer von GreenTrax bzw. auch Fanergy. Und wir waren somit, ich glaube, das erste Unternehmen in Deutschland, was die Treibhausgasminderungsquote für Elektroverkehr, also für E-Mobilität, umgesetzt hat. Wir sind Anfang 2020 gestartet, wurden 2019 von Innogy angefragt, mein Mitgründer, der Benedikt, wurde da angefragt von der Innogy und die haben gesagt, wir haben da was gehört, das heißt THG-Quote, Elektromobilität, guck dir das doch mal an. Ja, und dann haben wir Anfang 2020 haben wir die GreenTrax gegründet und sind seitdem eben da auch in dem ganzen Geschäft vertreten. Das ist jetzt so ein bisschen wieder stärker hochgespült, weil ab dem Jahr 2022 sind sowohl Privatpersonen als auch Ladestationsbetreiber antragsberechtigt. Vorher waren das ausschließlich Energieversorger. Und jetzt hat man so den, wenn man das so nennen möchte, den Markt vielleicht liberalisiert, ja, und hat deswegen natürlich auch viel mehr Echo erzeugt, weil es nicht mehr nur eine Kundengruppe ist, die dazu berechtigt ist. Also, dass wir als private Nutzer von E-Fahrzeugen jetzt unsere Fahrzeugscheine einreichen können bei verschiedenen Dienstleistern, auch bei euch, bei Fanergy. Darüber haben wir ja auch schon öfters berichtet. Wir wollen heute mal ein bisschen in diesem Video in deep gehen, denn du hast es gerade angesprochen, es sind ja auch Ladesäulenbetreiber, jetzt berechtigt, diese Quoten für sich in Anspruch zu nehmen. Und in dem Video wollen wir mal versuchen, für euch aufzudröseln, wie das funktioniert, wie das zusammenhängt. Das ist ziemlich komplex. Genau. Warum wir eigentlich bisher preistechnisch davon irgendwie noch nichts merken. Und das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen näher an. Wie gesagt, wir reden jetzt nicht darüber, dass ich als Privatmensch diese Quote irgendwie bekommen kann, sondern wie sieht das jetzt eigentlich aus? Du hast gesagt, Ladesäulenbetreiber sind jetzt berechtigt, auch Treibhausgasquote einzulösen. Versuch doch erstmal so einen Rundumschlag zu machen, wie man sich das vorstellen muss. Also wer kriegt da jetzt von wem irgendwie Geld? Genau, also das Grundprinzip der THG-Quote ist immer das Gleiche. Ja? Man nimmt Geld aus der Mineralölindustrie und möchte das verschieben in den Ausbau erneuerbarer Energien, beziehungsweise in den Ausbau der Infrastruktur zur in Verkehr bringen erneuerbarer Energien. Ja. Ist ein bisschen komplex, aber so ist es eben aufgebaut. Und dementsprechend kann ich mir als Ladestationsbetreiber pro Megawattstunde, die über meine Ladesäule läuft, auch die THG-Quote zurückholen. Okay. Und das ist so der, ich sag mal, die Basis des Ganzen. Ja. Und wie man sich das Ganze vorstellen muss, die Mineralölunternehmen sind verpflichtet, für jeden Liter Benzin oder Diesel, den die verkaufen, einen gewissen Betrag an erneuerbaren Energien auch in den Verkehr einzubringen. Mhm. Verkaufen die mehr Benzin oder Diesel, müssen die mehr in Verkehr bringen. Verkaufen die weniger Benzin oder Diesel, müssen die weniger in Verkehr bringen. Ja. Und wenn ich jetzt Ladestationsbetreiber bin und ich bringe eben genau diese erneuerbaren Energien, also sprich Strom, in Verkehr, kann ich mir das gutschreiben lassen, wie viel ich in Verkehr gebracht habe und kann dann damit zu den Mineralölunternehmen gehen und kann mir von denen einen Geldbetrag dafür holen. Also ist es, wenn ich mal kurz unterbrechen darf, ist eigentlich genauso wie wenn ich das meine private Quote mir ziehe. Genau. Ja, nur dass die das halt über den Betrieb ihrer Ladesäulen machen. Genau. Die private Quote berechnet sich ja daraus, dass dir pro E-Fahrzeug 2 Megawattstunden gutgeschrieben werden quasi. Mhm. Und bei der Ladesäule ist es eben der exakte Verbrauch. Ja, da wird geschaut, wie viel verbrauche ich. Und genau so machen wir das zum Beispiel auch. Sprich, unsere Kunden geben uns einen Report aus der Ladesäule oder aber binden sich per API direkt an uns an. Mhm. Und dann wird das Ganze vollautomatisiert gemacht und dann wird gut geschrieben und dann wird geschaut, wie viel war das. Und das wird 1:1 dann weitergegeben. Okay, so jetzt natürlich die große Frage, wie viel Geld fließt da? Wie viel ist das? Genau, das ist natürlich immer die große Frage. Wir reden ja, oder man muss sich immer die Pönale vorstellen, die dafür bezahlt wird. Also die Mineralölunternehmen zahlen ja eine Strafe, wenn die nicht genug erneuerbare Energien in Verkehr bringen. Ja. Und das wird umgerechnet in CO2-Tonnen-Äquivalent.
Und diese Strafe bzw. CO2-Tonnen-Äquivalent kostet aktuell 600 Euro pro Tonne CO2. Okay. Das gibt so den ungefähren Maximalpreis auch vor, ja, weil ab dann ist es für ein Mineralölunternehmen theoretisch sinnvoller, einfach die Strafe zu bezahlen an den Staat und fertig. Momentan liegt der Preis bei 470 Euro die Tonne. Das ja. ist ein Preis, der wird bilateral ermittelt, aber das kann man so grob, kann man den immer festlegen. Ja, da weiß man, wer handelt gerade für was. Ja, und dann kann man sagen, 470 Euro die Tonne CO2, das entspricht so ganz grob so 205 Euro pro Megawattstunde. Ja. Also 20,5 Cent pro Kilowattstunde. Das okay, stopp. Ja. Jetzt muss ich mal einhaken an der Stelle. 20,5 Cent pro Kilowattstunde Quote. Genau. Ich glaube, dann müssen wir uns jetzt gleich noch mal ein bisschen näher drüber unterhalten. Gerne. Okay, also es fließen irgendwie roundabout 20 Cent pro Kilowattstunde. Wenn ich jetzt zu Hause meine Wallbox öffentlich zur Verfügung stellen würde, ich zahle ja tatsächlich auch nur 20 Cent für die Kilowattstunde, dann könnte ich den Strom also kostenlos abgeben oder wie funktioniert diese ganze Konstruktion? Ja, das ist ein sehr komplexes Thema, aber vom Grundgedanken her ist das nicht falsch. Ja? Du musst deine Wallbox bzw. deine Ladesäule muss öffentlich betrieben werden. Ja. Und du musst genau ausrechnen können, wie viel ist da drüber gelaufen. Läuft also deine Wallbox über deinen normalen Hausstromzähler, ist es schon mal nicht möglich, weil du ja deinen Hausstrom auch dafür berechnest, dafür gibt es keine THG-Quote. Ja. Hast du aber einen eigenen Zähler dran, ja. kannst also genau rausrechnen, okay, wie viel habe ich verladen. Ja. Deine Ladesäule ist auch öffentlich, also ja. das ist, da gibt es ja auch sehr, sehr genaue Kriterien für. Und du bist Betreiber dieser Ladesäule, dann bist du quotenberechtigt dafür. Es ist allerdings so, es ist auch immer ein bisschen abhängig davon, wie viel Menge du jetzt hast, ob sich das Ganze für dich schon rechnet oder nicht. Okay. Es ist natürlich so, also eine Megawattstunde Strom entspricht 0,431 Tonnen CO2-Äquivalent, was du dir wiederholen kannst. Also das ist so der Preis, der dahinter kommt, beziehungsweise die Menge, die man da einrechnet. Hm. Ich sortiere das mal ganz grob ein. In 2021 waren die Mineralölunternehmen dazu verpflichtet, 10 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent auszugleichen. Und jetzt kommst du mit 0,431 Tonnen von deiner 1 Megawattstunde. Ja. Da setzt sich vielleicht so ein Shell oder ein BP oder wie viele von den ganzen Mineralölern es auch gibt, ja, die setzen sich vielleicht nicht direkt mit dir zusammen, sondern sagen, nee, das ist mir einfach zu wenig, ja, dafür kann ich das nicht machen, da dauert das den Vertrag aufsetzen, das ist ein bilateraler Handel, das dauert alles zu lange, frisst zu viel Zeit, machen wir nicht. Und das würde auch nicht über Dienstleister gehen, wie euch zum Beispiel? Mittlerweile schon. Ah, und das, okay. Das ist das ganz Neue, was ab diesem Jahr möglich ist. Ja. Ja. Ab diesem Jahr können wir dann aggregieren. Das heißt, wir versuchen aktuell auch kleineren Anbietern ab einer gewissen Menge, ab einer gewissen Schwelle den Einstieg zu erleichtern. Das Ziel ist es, und das ist so unser erklärtes Ziel, ja, dass irgendwann mal vollautomatisch diese THG-Quote quasi berechnet und dann ausgezahlt auch werden kann. Ja? Dass das komplett automatisch ist. Ich muss mit meiner öffentlichen Ladesäule nur einen Knopf drücken als Betreiber und sagen, ja, ich möchte dafür die THG-Quote in Anspruch nehmen und dann wird es dann irgendwann automatisch direkt abgezogen vom Preis. Ja. Das ganze System an sich funktioniert aber erst, ja, wir dürfen ja erst seit dem 1.1. das Ganze komplett anbieten. Also. Genau. Ja, wir fangen jetzt an und arbeiten mit den ersten Backend-Betreibern daran, dass wir genau das eben schaffen, dass wir genau das anbieten können. Bis dahin ist es aber noch ein bisschen. Philipp, jetzt ist es ja auch so, ich weiß nicht, ist ja Ladesäulenbetreiber, Lade-MSPs, CPUs, das ist ja irgendwie alles ziemlich komplex irgendwie. Es gibt ja verschiedene Konstruktionen. Ich nehme jetzt mal an, ich habe eine Ladekarte vom Anbieter X, der aber selber gar keine Ladestation betreibt, also der die gar nicht gebaut hat, der die gar nicht Service macht, die Wartung nicht macht und so weiter, sondern da ist irgendein anderer, der das macht. Dann habe ich das jetzt so verstanden, dass also mein Ladekartenanbieter X diese Quote mir gar nicht weiterreichen könnte, weil die bei dem Betreiber verbleibt? Genau, dein Ladekartenanbieter X, ja, der ist gar nicht quotenberechtigt. Der kann sich die gar nicht holen. Also wenn der den Strompreis festlegt, kann der das gar nicht einrechnen. Die Quotenberechtigung oder quotenberechtigt ist immer der Betreiber der Ladesäule. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Man hat es jetzt in den vergangenen 2 Jahren, als wir angefangen haben, 2020, 2021, war quotenberechtigt nur der Energieversorger. Ja? Dann war der Energieversorger einer Ladesäule quotenberechtigt. Mittlerweile hat man das Ganze dann versucht, so ein bisschen zu vereinfachen, indem man sagt, der Betreiber ist berechtigt. Mhm.
Aber auch das ist natürlich, ja, wer ist genau Betreiber? Das ist im Moment noch ein riesen Kuddelmuddel. Ja, man kann sich da frei definieren. Du kannst durchaus Eigentümer sein, ohne Betreiber zu sein. Du kannst Betreiber sein, ohne Eigentümer zu sein, ohne überhaupt irgendwas mit den Preisen zu machen und so weiter und so fort. Ja, und das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, die wir aktuell auch noch sehen. Wer ist am Ende wirklich der Betreiber? Und, ne, wer legt am Ende den Strompreis fest? Da ist noch eine Diskrepanz, die wir haben. Also Philipp, 20 Cent pro Kilowattstunde, du hast gesagt, so ab, in dem Firmen auf, ab wie viel? Ab 100 Megawattstunden? Ab 100 Megawattstunden. Ab 100 Megawattstunden, ehrlich. Und du hast mir erzählt, es gibt Ladesäulenbetreiber, wer auch immer das jetzt ist. Die gehen aber eher in den Gigawattstundenbereich rein. Also ohne jetzt großartig Mathematik zu betreiben, reden wir über irre Summen, die ausgeschüttet werden über die THG-Quote. Was habe ich als Elektroautofahrer eigentlich davon? Wo bleibt denn dieses ganze Geld? Naja, da muss man sich ein bisschen vor Augen führen, wofür wurde die THG-Quote gemacht? Die THG-Quote hatte den Grundgedanken, dass damit der Ausbau von Infrastruktur für erneuerbare Energien im Verkehr gefördert wird. Und das heißt, als Kunde habe ich zwei Möglichkeiten zu profitieren. Entweder ich habe den direkten Weg, ich habe einen Betreiber von einer Ladestationseinheit, der mir einfach einen günstigeren Stromtarif anbieten kann. Das heißt, ich tanke günstiger. So wird natürlich aber auch Elektromobilität für alle erschwinglicher. Ja, das, bestenfalls machen die Betreiber das dann so. Oder aber auch, der Betreiber nimmt dieses Geld und reinvestiert das in den Ausbau von erneuerbaren Energien oder in den Ausbau der Infrastruktur zur Versorgung mit erneuerbaren Energien, dann funktioniert die THG-Quote. Die THG-Quote funktioniert nicht, und das muss man ja auch ganz klar so sagen, wenn man sich einfach dafür Zusatzerlöse holt und die in die eigene Tasche steckt und nichts damit macht, ja, sondern sagt, wir haben jetzt einfach mehr Gewinn erwirtschaftet. Oder wenn der Privatanwender sagt, wunderbar, ich nehme die 300 Euro, die haben mir noch für den Sri Lanka-Urlaub gefehlt. Genau. Und fliegt damit in den Urlaub. Ja. Das muss man sich immer vor Augen führen. Ja? Ja. Also, vom Grundgedanken her. Klar kann man immer sagen, die Elektromobilität wird erschwinglicher. Der Grundgedanke ist aber eine Förderung von erneuerbaren Energien. Und es ist unglaublich wichtig eigentlich, dass das Geld aus der THG-Quote auch in den Ausbau der Infrastruktur für erneuerbare Energien Also im landet. Prinzip so ein Zins- und Zinseszinskreislauf, der in Gang kommen soll. Genau, das ist der Grundgedanke. Jetzt hat man das durch diese Regelung der Quotenberechtigung, schafft man nicht den perfekten Weg dazu. Das Beste wäre ja, wenn man die THG-Quote einfach staatlich reinvestieren würde. Das heißt, der Staat würde von den Mineralölunternehmen würde die Strafe einsammeln, würde diese direkt in den Ausbau erneuerbarer Energien und in den Ausbau der benötigten Ladeinfrastruktur reinvestieren. Das wäre der beste Fall. Dann bräuchte es auch diese ganzen Unternehmen wie Greentrax, Fanergy und sowas, bräuchte es nicht, wäre aber ein super Fall. Leider ist das nicht so. Ja? Deswegen gibt es aber, ich sag mal, dieses, was so das Zweitbeste ist. Ja, wir nehmen das Geld, was wir da generieren können, aus dieser THG-Quote und versuchen, möglichst viel davon eben wieder zu reinvestieren. Und was kann ich als Nutzer tun? Kann ich überhaupt irgendwas tun, um diesen Prozess zu beschleunigen, anzutreiben? Kann ich meinen Autostromanbieter mal fragen, was er mit dem Geld macht? Oder Ja, mach doch mal. Also man muss das auch mal einsortieren. Ja? Gerade im Bereich der Ladestationsbetreiber, die können das erst seit 2 Monaten. Ja. Jetzt ist das natürlich eine extrem schnelllebige Zeit. Und wir informieren uns sehr schnell über Dinge, aber in Unternehmen brauchen solche Sachen eben Zeit. Wir arbeiten mit vielen, vielen Unternehmen dran, das Ganze zu liberalisieren. Auch dass diese, wir haben momentan diese 100 Megawattstunden-Grenze, ab der das Ganze wirtschaftlich wird, dass die möglichst schnell fällt, dass jeder Betreiber einer noch so kleinen Ladesäule über seinen Backend-Betreiber direkt teilnehmen kann. Also ganz kurz, also theoretisch auch tatsächlich der Privatmann, der auf seinem Hof eine Ladesäule hat und die öffentlich zur Verfügung stellt, oder der Betreiber des Edeka-Ladens, der sagt, hier, ich stelle mir hier ein Ding vor die Tür, lass die öffentlich betreiben, auch genau. Bis dahin runter. Genau, sobald die öffentlich ist, soll die Teilnahme dann möglich sein. Okay. Das ist so das Ziel, was wir haben. Das lässt sich aber nicht in 2 Monaten umsetzen. Da arbeiten wir sehr aktiv dran, das wird aber noch bis Mitte des Jahres dauern, mit Sicherheit, mindestens. Wir gehen gerade sehr viele Partnerschaften ein und versuchen das Ganze auch umzusetzen, auch mit führenden Unternehmen im Bereich von Backend-Betreibern, im Bereich der Ladesäulenhersteller. Aber das dauert einfach einen kleinen Moment. Nur dann ist natürlich der optimale Fall geschaffen, theoretisch. Ja, du kannst die
TRG-Quote direkt automatisiert, vielleicht irgendwann sogar mal in den Strompreis mit einfließen lassen, ja, und holst dir direkt das Ganze live zurück. Mhm. Daran arbeiten wir und das wird sich hoffentlich möglichst schnell umsetzen lassen. Okay. Nun sind wir ja sowieso in ziemlich verrückten Zeiten im Moment und wer weiß, wie schnell das alles geht. Aber Philipp, danke erstmal, dass du dir heute hier an diesem wunderbaren Sonntag Zeit genommen hast, an diesem tollen Gelände hier am Technikmuseum Berlin mit uns ein bisschen zu quatschen über die Treibhausgasquote. Übrigens, wenn ihr noch nicht am Technikmuseum wart, dann kommt mal her. Es ist richtig cool hier, das Gelände ist cool und das Museum ist auch klasse. Philipp, habe ich noch irgendwas Wichtiges vergessen zu fragen? Nee. Oder wolltest du noch irgendwas loswerden? Nee, genau. Also mir ist immer ganz wichtig, dass man sich vor Augen führt, auch als Besitzer von einem privaten Elektrofahrzeug. Wie funktioniert eigentlich die THG-Quote? Hm. Funktioniert die wirklich, wenn ich mir 300 Euro auszahlen lasse und ja, ich verurteile niemanden, der das tut oder ich möchte das gar nicht irgendwie in ein falsches Licht rücken. Aber man muss sich vor Augen führen, das Geld ist eigentlich für den Ausbau von erneuerbaren Energien gedacht. Und das sollte man vielleicht versuchen, mit dem Geld auch zu machen. Das kann man machen, indem man sich bei einem Anbieter die Förderung holt und das Ganze dann reinvestiert. Mhm. Was man vielleicht im Sinne der Umwelt nicht davon machen sollte, ist nach Mallorca oder Sri Lanka zu fliegen. Das hilft nicht so richtig. Gut, dann würde ich sagen, erstmal Philipp, dir herzlichen Dank, dass du bei uns warst. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Ihr wisst, wenn ihr gut findet, was wir machen, dann einfach mal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, ein Abo dalassen, Glocke klicken, Daumen nach oben wäre auch cool. Und ich würde sagen, Philipp, wir beide quatschen noch ein bisschen hinter der Kamera und wir sagen jetzt mal tschüss, schönen Dank fürs tschüss. Zugucken und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Dankeschön. Komm, ich habe nämlich noch ein paar Fragen, die ich noch loswerden wollte. Ja, klar.